zusammen, herzlich willkommen bei Neri. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich unseren Crispy Chicken Salat herrichte oder zubereite. Den gibt es bei uns ganz oft im Sommer, wenn man einfach wenig Appetit hat, nichts Warmes essen möchte. Ja, und genau an diesen Tagen eignet sich dieses Gericht am besten. Es ist total einfach, schnell gemacht und schmeckt wirklich hervorragend. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt alles, was ihr dafür benötigt. Wir beginnen mit unserem Hähnchenfleisch. Dafür habe ich jetzt hier Hähnchenbrustfilet bereits in Streifen geschnitten. Außerdem habe ich hier Mehl, Eier und ungesüßte Cornflakes, womit das Ganze dann paniert wird. Als allererstes bereiten wir die Panade zu und dafür gebe ich jetzt etwas Salz und Pfeffer in das Ei und verquirle das Ganze. Damit das Hähnchen auch richtig crunchy wird, kommen wir jetzt zu den Cornflakes. Da müsst ihr nur achten, dass die wirklich ungesüßt sind. Die gebe ich jetzt in einen Mixer und zerkleinere sie grob. Damit eure Finger beim Panieren sauber bleiben und nicht kleben, habt ihr am besten immer eine nasse Hand und eine trockene Hand. Dann wird das Fleisch als erstes im Mehl gewälzt. Anschließend kommt das Ganze in die Eimasse, wieder mit der rechten Hand. Und zuletzt in die Cornflakes, wieder mit der trockenen Hand. In meiner Pfanne ist jetzt reichlich neutrales Öl. Das habe ich jetzt auch schon erhitzt und darin wird jetzt mein Fleisch angebraten. Als Dressing gibt es heute eine Joghurt-Caesar-Dressing. Hier habe ich schon Naturjoghurt und all die restlichen Zutaten gebe ich jetzt hier dazu und verrühre das Ganze. Um den Geschmack etwas zu neutralisieren, gebe ich noch etwas Honig dazu. Meinen Salatteller habe ich schon vorbereitet mit roten Zwiebeln, Tomaten, Gurken, etwas Eisbergsalat, Frühlingszwiebeln. Das Ganze könnt ihr natürlich ganz nach eurem Geschmack zubereiten und jetzt wird das Ganze angerichtet. Lieben, falls ihr
etwas Kalorien sparen wollt, könnt ihr natürlich das Fleisch auch im Backofen zubereiten. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich es etwas, ja, ungesünder mehr mag. Es schmeckt mir einfach etwas besser. Ganz euch überlassen auf jeden Fall. Falls ihr kein Parmesan mögt, könnt ihr zum Beispiel auch Feta-Käse hernehmen. Ist bestimmt auch sehr, sehr lecker. Aber mein Dressing müsst ihr auf jeden Fall nachmachen. Der schmeckt wirklich Hammer. Und genau, alle Informationen findet ihr in meiner Infobox. Wir lassen uns das Ganze jetzt schmecken und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.